Mein gesamtes Leben habe ich in Lateinamerika verbracht. Ich habe in spanisch sprechenden Ländern gelebt und ich entdeckte, dass, obwohl normalerweise die lateinamerikanischen Länder katholisch sind, die meisten Bewohner dieser Länder im Spiritismus stecken. Sie sind in die eine oder andere Weise in spiritistischen Glauben involviert. Sie waren bei Treffen, wo Hexerei und Zauberei offen praktiziert wird. Und ich weiß aufgrund persönlicher Erfahrung, nachdem ich über 25 Jahre hinweg befreit habe, dass wo auch immer Hexerei praktiziert wird, ob nun im Dunkeln oder offen, viele Leute dämonisiert sein werden. Und bevor ich in die Taufe des Heiligen Geistes kam, dachte ich, dass die ganze Sache mit der Dämonologie Aberglaube wäre, dass Jesus einfach mit den Glaubenssätzen der Leute seiner Zeit mitschwamm, dass er nur ein Spiel spielte, dass Dämonen nur Figuren der Vorstellung wären. Damals dachte ich noch, dass Hexerei und Magie und Wahrsagerei nur Aberglaube wären, welche aus dem Mittelalter kämen. Aber Brüder, nachdem ich am geistlichen Kampf teilnahm und an der Befreiungstätigkeit für schon ein Vierteljahrhundert, weiß ich durch persönliche Beobachtung und persönliche Erfahrung, dass Hexerei real ist und sie ist stark. Und das ist etwas, was sich wie ein Buschfeuer über den nordamerikanischen Kontinent verbreitet. Vor 25, 30 Jahren, als ich hier in den Vereinigten Staaten in der Reisetätigkeit war, kam ich nur sehr selten damit in Berührung. Die christliche Gemeinschaft ignorierte das und schob es leichtsinnig beiseite. Aber in den letzten 20 Jahren wurden viele Leute, sogar in christlichen Kreisen, in dieser Art von Sache verwickelt. Vor nur ein paar Nächten war ich in einer Gemeinde im Südwest-Missouri und fühlte mich mit dem Geist da hineingeführt, dieses Thema anzugehen. Und ich fragte, wie viele Leute mit dem Hexenbrett spielen. Und ich war überrascht zu sehen, wie viele ehrlich genug waren, ihre Hände zu heben und zu sagen, dass sie mit dem Hexenbrett spielten. Christen. Einige von ihnen haben Dungeons & Dragons, dieses Spiel, bei sich zu Hause. Und eine Menge von diesen Leuten behaupten, pfingstlerische Christen zu sein. Und trotzdem sind sie komplett ignorant gegenüber den Gefahren, welche im Okkulten gefunden werden können. Niemand hat sie jemals gewarnt. Und ich denke, dass dies der Zustand vieler Christen ist, sogar in diesem aufgeklärten Zeitalter. Es gibt viele Christen in pfingstlerischen Kreisen, charismatischen Kreisen, die es besser wissen sollten. Aber das tun sie nicht, weil sie nicht vorgewarnt wurden. Es gab da draußen keinen, der ihnen über diese Übel erzählte. Wenn du ganz tief im Sumpf steckst, wenn du unten bist und entmutigt bist und mutlos und du depressiv bist, solltest du den Verdacht hegen, dass einige hellseherische Gebete oder einige hellseherische Flüche gegen dich gesandt wurden. Nun, wie viele von euch hatten Probleme mit Depressionen? Hebt eure Hände, um ehrlich genug zu sein, die Wahrheit zu bekennen. Nun, bei wie vielen Leuten läuft alles glatt? Sie haben einen guten Job, eine nette Familie, sie besitzen Eigentum, sie haben ein großes Haus, ein großes Auto, sie haben Ersparnisse. Sie haben alles, was menschlich möglich ist, um deine Zufriedenheit zu sichern. Und doch musst du doch konstant gegen die Depression ankämpfen. Was solltest du da tatsächlich in einem solchen Fall annehmen, huh? Dass es da einen Geist gibt, der gegen dich gesandt wurde, um dich in diesem Zustand zu halten, damit du nicht die Freude und den Frieden des Herrn erleben kannst. Und es ist ein Geist, und viele Male kommt er von einer okkulten Quelle. Von Leuten, die dich fürchten oder dich beneiden oder dich hassen oder dich verachten, aus diesem oder jenem Grund. Deine Nachbarn, deine Freunde, Leute, mit denen du wohnst, arbeitest, vielleicht einige deiner Verwandten und sie selbst haben diesen Fluch gesandt oder sie sind zu jemandem gegangen, der das Okkulte praktiziert und sie fragten ihn oder bezahlten sie, um einen Fluch zu senden. Und ich sage dir, Bruder, es ist an der Zeit, dass wir unterscheiden, was da abgeht. Hm? Denn durch Hexerei kannst du in den Wahnsinn getrieben werden und du kannst in den Selbstmord getrieben werden. Ich habe viele, viele Leute gesehen, die durch ihre eigenen Hände starben, weil sie unter Gefangenschaft von einer dieser Hexereiflüche gewesen sind. Und ich denke, Brüder, dass es Zeit ist, dass wir erkennen, dass hier in Amerika dies mehr und mehr passiert. Es ist so gebräuchlich, dass es wirklich erstaunlich ist, dass das amerikanische Volk, welches behauptet, unter den kultiviertesten Leuten der Welt zu sein,
sich so in das Okkulte involvieren würden, wie sie es heutzutage sind. Okay? Also wir sehen hier in diesem Schriftabschnitt, dass du depressiv sein kannst durch Hexerei, dass du eingefangen sein kannst durch Hexerei, dass du getötet werden kannst durch Hexerei. Dies sind einige der Dinge, welche Medizinmänner durch ihre magischen Kräfte tun können. Und wir müssen auf der Hut sein, damit uns das nicht beeinflusst, unsere Leben beeinflusst und unsere Häuser und Gewerbe. Wisst ihr in den Geschäften könnt durch Hexerei beeinflusst werden. Ich habe viele Unternehmen gesehen, Geschäfte, in denen bankrott gehen und sie mussten ihre Türen schließen wegen der Hexerei. Lasst mich euch erzählen, was einem Ältesten unserer Gemeinde in Guatemala passierte. Dieser Mann hatte eine Fabrik für, wie sagt man, Sauerteig? Ihr wisst schon, was man da in... Hefe, das ist das Wort, genau. Er hatte eine Hefefabrik und sie war sehr profitabel. Er exportierte Hefe quer durch ganz Zentralamerika. Aber von einem Tag zum anderen konnte er keinen neuen Hefeansatz mehr zusammenbrauen. Jeden Tag, als er all die Zutaten zusammenmischte, wurde die Hefe sauer. Und er musste sie wegschmeißen. Und was auch immer, nachdem es ihm möglich war, Hefe zu machen, er verkaufte Brot gemacht wurde mit dieser Hefe, das wurde schlecht. Und so kollabierte sein Geschäft. Ich meine, er hatte Kunden über Jahre, die Hefe von dieser Fabrik gekauft hatten. Er verkaufte Hefe an viele, viele Bäckereien quer durch Guatemala und sogar an einige der benachbarten Länder. Und alle Bestellungen wurden gecancelt. Denn seine Hefe, wann auch immer es ihm möglich war, etwas zu machen, von was er dachte, dass es ein guter Hefeansatz sei, brachte das Brot dazu, zu gären und schlecht zu werden. Also kam er zu uns und er sagte, Bruder, ich weiß nicht, was hier läuft, aber ich würde gern, dass ihr das untersucht. Also gingen er und seine Frau in ein massives Fasten. Ich denke, sie fasteten 5 Tage. Wir dienten ihm. Dieser Mann wurde ein Ältester in unserer Gemeinde. Er war zu dieser Zeit kein Ältester, aber als wir für ihn beteten, ging der Mann in eine Art Trancezustand über. Und böse Geister redeten durch ihn hindurch und offenbarten die ganze Geschichte. Ein Rivale, ein Konkurrent, der eine Hefefabrik am anderen Ende der Stadt hatte, war zu Medizinmännern gegangen, um einen Fluch auf diese Fabrik zu legen. Und jemand brach in die Fabrik ein und sie pflanzten, sie begruben. In Lateinamerika nennen wir sie Entierros, Begräbnisse. Sie begruben bestimmte Dinge, um die Hefe in dieser Fabrik sich abnorm. Ich weiß nicht, wie man es erklären soll, weil ich niemals mit Hefe gearbeitet habe, aber dass sie nicht einfach nicht aufgehen würde, sie würde nicht gehen oder was es auch ist. Und so verlor der Mann sein Geschäft, verlor seine Fabrik und er verlor eine große Summe an Geld wegen dieser Hexerei. Natürlicherweise, nachdem er befreit wurde und das Geschäft befreit wurde, war es ihm möglich, die Fabrik wieder anzuwerfen und Stück für Stück gewann er einige seiner Kunden zurück. Aber ich frage mich, wie viele Geschäfte zerstört wurden durch die Hexerei von Leuten, die eifersüchtig oder neidisch sind auf deinen Erfolg, die alles tun würden, um dich herunterzuwerfen. Sie wollen dich auf den Knien sehen, um Almosen bettelnd. Sie wollen dich in Armut sehen, in nackter Armut. Und sie werden alles tun, um das passieren zu lassen. Nun, lass uns zu 4. Mose gehen. Wie viele lasen von einem Mann namens Bileam? Wisst ihr, wer Bileam war? Gemäß 2. Petrus Kapitel 2, Vers 16 war Bileam ein Prophet. Ich denke, er war ein wahrer Mann Gottes. Er fing gut an. Wisst ihr, es gibt viele Leute, die unter einem Mantel der Dunkelheit wandeln. Da liegt eine Schwere auf ihrem Geist. Sie sind zutiefst betrügt und betrübt, sehr, sehr geplagt durch böse Geister. Bis dass sie befreit sind aus der Macht des Feindes, werden sie niemals das Königreich Gottes in seiner vollen Fülle erleben. Deswegen sage ich, dass Befreiung viel zu tun hat mit dem Königreich und viel zu tun hat mit der Lehre über die Sohnschaft. Und Leute verbieten Befreiung, weil sie unangenehm ist. Sie ist keine Tätigkeit, welcher eine Menge an Leuten frönen wollen. Aber ich sage dir, Bruder, ohne Befreiung wirst du nicht allzu weit kommen in der Sohnschaft und der Vollkommenheit nachzueifern. Und ich sage dir, wenn du auf dem Missionsfeld bist, riskierst du das, denn dadurch wirst du auch das Ziel von Hexerei und Zauberei werden. Sie werden versuchen, dich zum Opfer zu machen, und du kannst ganz einfach vom Missionsfeld gefegt werden, wenn du nicht die Kraft des Heiligen Geistes hast, um dir die Kraft zu geben und die Macht,
um dem Anstürmen des Feindes zu widerstehen. Wir dienen täglich durch den Heiligen Geist. Viele von uns sind, alles was wir sagen können, ist, dass wir im Heiligen Geist getauft wurden, in einem Vorbereitungstreffen oder einer Art Camp, irgendwann damals in den frühen 50ern, nicht? Und wir gehen hin und wir rühmen uns über dieses Erlebnis. Aber Brüder, ich denke, dass es hier über einen täglichen Dienst des Geistes redet, der uns neu erfüllt und sie Kraft und Stärke und Macht gibt, damit wir gegen den Feind bestehen können, wenn der Feind gegen uns kommt wie eine Flut. Und es ist nur der Geist, der für uns eine Standarte oder einen Banner gegen ihn aufrichten kann. Deswegen, Brüder, sind alle von uns anfällig für eine okkulte Attacke. Ob wir es bemerken oder nicht. Warum? Weil wir umgeben sind von Leuten, die uns hassen. Einfach deshalb, weil wir Christen sind. Es gibt da Skeptiker, es gibt Agnostiker, es gibt da draußen Leute, die das Christentum hassen. Und sie hassen jeden, der sich selbst Christ nennt. Hört darauf, eine Menge dieser modernen Bewegungen hier in Amerika sind zutiefst in das Okkulte involviert. Die Frauenbefreiungsbewegung ist im Okkulten drin. Die Schwulenrechtsbewegung ist im Okkulten drin. Die New Age-Bewegung ist im Okkulten drinnen. Und eine Menge dieser Organisationen, die in ihrer Natur humanistisch sind, sind zutiefst ins Okkulte involviert. Sie sind Satanisten. Und wenn du ein bekennender Christ bist und du in eine Art von gesellschaftlicher Aktion oder einer Gemeindeaktivität hineingerätst, welche ihnen wehtun würde, zum Beispiel gehst du gegen Abtreibung vor, du kommst hervor gegen die Unmoral, du gehst vor gegen eine Menge dieser Dinge, welche quer durch Amerika geschehen, und du kommst ins Sichtbare, du wirst sichtbar, dann wirst du durch okkulte Mittel angegriffen. Ich denke, das ist es, was mit Anita Bryan passierte. Sie ging vor gegen Schwulenrechte. Sie ist da unten in Südflorida und sie haben sie ausradiert. Ich meine, sie haben sie ausradiert. Ihr Zuhause ist zerbrochen, sie ist durch eine Scheidung durch und sie hat ihre Karriere verloren. Ihr hört nichts mehr über Anita Bryant. Sie hatte einige Werbefilme aufgenommen und sogar die wurden ihr weggenommen. Und ich weiß nicht, wo Anita Bryant heute ist und ich weiß nicht, was sie macht. Ich weiß nicht mal, ob sie eine Christin ist. Was verursachte für Anita Bryant so eine radikale Wende ihrer Geschicke? Zumindest schien sie eine gute Beziehung zu haben, eine liebende Beziehung, Ehemann und Ehefrau. Und dann wurden Ehe und Heim zersetzt. Könnte es vielleicht Hexerei gewesen sein? Ja? Aber viele Male sind wir uns dieser Probleme nicht bewusst. Und wenn wir uns der Quelle nicht gewahr werden, werden wir nicht gegen den Feind bestehen können. Wir werden denken, dass es etwas sehr Natürliches in uns ist.